Cheerio, meine lieben Fortun, willkommen zurück zu FIFA 20. So, wie schon angekündigt, werden wir uns heute dafür entscheiden, welche Spieler wir uns noch holen, bevor wir uns dann weiter in die nächsten Spiele wagen. So, wir haben wieder vier drauf. Jetzt gucken wir uns erstmal, ob die kaufbar sind. Er zum Beispiel, Velasquez ist auch nicht kaufbar, weil ist auch gerade erst gewechselt. Gut, Alkmaier ist leider gewechselt, den können wir auch rausnehmen. Rodenas ist kaufbar und Lima ist auch kaufbar. So. Zwischen diesen beiden. Also Lima hat ja die größere Dingswohnt. Wert, ne? Ist auch größer. Jetzt kommt natürlich die Sprintgeschwindigkeit. Hat Lima 88 und Rodena schon 99. Hat aber hier mehr Arbeitsrate. Schwachen Fuß teilen sie sich. Ich werde jetzt erstmal, wir gucken mal, wen wir günstiger bekommen. Wir können das dann ja auch dann noch annehmen und so. Je nachdem. Wir gucken mal, wen wir günstiger bekommen. So, Lima ist 42. Können wir eigentlich noch einen Spieler dran geben oder so? Ich meine, wir haben hier noch ein paar. Die wir vielleicht noch so vergeben können, verkaufen wollen. Ja gut, Itza ist jetzt nicht wirklich der, den wir verkaufen. Hier zum Beispiel Jan Kraft. Andere Position anbieten. Ja, da haben wir jetzt leider niemanden mehr. Den haben wir ja gerade erst geholt. Ja, gut. Machen wir Transfer so mal. Ich biete mal bei ihm 40 Millionen. 65, natürlich nicht. Mal 45. Das ist ja fein und schön. Ich gehe aber, glaube ich, auf 45, bis sie uns mal entgegenkommen. Müssen nachdenken, alles klar. Dann noch Rodenas. Den können wir wahrscheinlich noch günstiger bekommen. Es ist gut, dass beide von der Geschwindigkeit sehr gut, sehr schnell sind. So, Unai, der da nicht mehr spielt, nicht mehr trainiert. Machen wir mal 34 Millionen. Gut. Jetzt können wir so knicken, dann müssen wir jetzt warten auf Limaro, wahrscheinlich ordentlich blechen dürfen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal weiter im Dingsbums von Deadly Day. Itter nicht. Linz. Muss ich leider ablehnen. So. Sie sind runtergegangen. Sind auf 86,6. Das nehme ich jetzt auch einfach mal an. So. Dann verlassen wir und holen uns mal Lima her. Ist natürlich so, wenn man mal allgemein sieht, ein kleines Downgrade, wenn man an Kater jetzt denkt. Aber Perspektivspieler, das wär's doch. Natürlich. So, 4 Jahre. Boah. Noch 5 Jahre draus. Sehr schön. Lima kann auch nur froh sein, dass wir ihm Dings anbieten hier jetzt. Dass wir ihn jetzt überhaupt nehmen. Weil die anderen waren alle schon gerade erst gewechselt. Gute Arbeit, Dankeschön. Thank you very much. So. Anbu kann dadurch noch sich gut entwickeln. Und wir haben Seydaris Lima jetzt im ZDM. Das ist gut. Ich guck mal kurz, was für ein Vertrag Anbu hat, weil dann würde ich Anbu auch gerne wieder verleihen einmal. Damit er sich noch weiterentwickelt. Anbu läuft, läuft sogar in 6 Monaten aus. Dann verlängern wir den mal ganz kurz. Würde ich nämlich Ambo nochmal so 2 Jahre verleihen. Ja, leider nicht machbar. Wir wollen natürlich 5 Jahre. Wir wollen ihn natürlich so ein bisschen binden auch. Das ist in Ordnung. Machen wir mal das Gehalt. Ich versuche das mal ein bisschen zu reduzieren. Und dafür kriegt der
3 Millionen auf die Hand. Na, das ist ja aber nicht viel Einsparung. Machen wir so. Dein fucking Ernst? Übertreib's nicht. Ja gut, zack, zack. Moment. So. 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 Hopp. Okay, jetzt wird's unverschämt. Vergiss es. Ey, das wird ja irgendwo unverschämt. Was ist das denn, ey? Klopp sagt. Habt ihr das gesehen? Der wurde immer unverschämter. Der Anbudung kannst du von mir aus auch gerne gehen. Du bist jetzt nicht so das Jahrhunderttalent, das ich sagen würde, das will ich mit allen Mitteln halten. Alter, ich glaube, ich glaube, es hackt. So, jetzt haben wir hier die. Also, ich hätte gesagt, ich hätte jetzt gerne so einen rechten Mittelfeldspieler. Und er scheint auch. Er kann LMRM spielen. Hat sogar einen schwachen Fuß mehr. Wie sieht's denn mit Sprintgeschwindigkeit aus? 88. 82. Ja gut, Lalam fällt raus. Jetzt muss ich mich zwischen den beiden hier entscheiden. Cordova hat bessere Arbeitsrate defensiv, ja. Auch so allgemein die besseren Werte noch. Das Gute ist, dass er einfach LM und RM spielen kann. Obwohl, wir haben LM eigentlich genug da. Einen schwachen Fuß mehr. Was für ein Fuß bist du denn? Linksfuß. Und dann rechts spielen ist aber ein bisschen schlecht, aber der hat auch Linksfuß. Ja, du bist bescheuert. Aber es sind noch 4 Punkte Unterschied zwischen den beiden. Ich hole mir Cordova. Ja, von mir aus bezahlt die 15 Millionen. Ich hole mir Cordova. So. Guten Tag. Ja, dafür ist er ja auch da gekommen, ne? Erster Ersatz. Er kann rechts und links spielen, das ist ja das Gute, daher passt er ganz gut als in die Reserve. Übergeben wir. Übergehen wir, nicht übergeben, sondern übergehen wir. So, jetzt kommt das Gehalt. Biete ich 15.000 plus 2 Millionen. Gut, nimmt er sogar an, das ist schön. Guti, jetzt haben wir hier noch die Leute, ne? Ich glaube, Martin können wir mal nochmal rausnehmen. Spielmann ist auch ganz gut, aber irgendwie. Ich lasse ihn erstmal drauf. So, ja, wir haben ja auch noch Spieler, ne? Wir haben auch keine 50 Millionen mehr, oder? Ne, sag ich schon. Wollte ich schon sagen, haben wir nicht. Ich würde gern Ambo irgendwo bei anbelegen, wisst ihr? So, Loom ist ja auch ganz gut mit 19. Wir haben auch die Chiara. Im Grunde habe ich Bock, beide zu holen irgendwie. Dubois ist natürlich auch gut. Hermann, Kat. So, ich werde jetzt erstmal versuchen, Loom zu holen. Loom ist ein gutes Talent. Kann uns auch noch helfen. So, hallo. Ich biete mal 20 Millionen. Das ist in Ordnung, finde ich gut. Läuft er hier wie geschnitten Brot. Sagt man mal so schön. So, hi. Sporadisch finde ich gut. 5 Jahre. Können wir zur Not sogar noch jemanden ausleihen jetzt? Falls das überhaupt noch klappt. Ja, warum nicht? So.
Aber wie bereits gesagt, ich hätte noch gerne irgendwie einen Spieler, wo man ZDM mitpacken kann. Kotsaris ist gut, kann man nicht holen, weil gerade erst da. Irgendwo Anbo mit reinlegen können. Stürmer, der dann 19 Jahre siebt. Ich versuch's mal. Wie gesagt, Anbo soll dabei und auch vergeben werden. Weil, pff, das war ja wohl lachhaft gerade. Spielertausch, Mittelfeld, Anbo. Dann nein. Sorry. Dann leider nein. Sorry. So. Können auch versuchen, die Chiara zu holen. Haben wir langsam mal ein Überangebot an Flügelspielern, wenn das so weitergeht. Der ist gerade erst gewechselt. Schick. Nein, ich versuch's mit ihm hier. Guten Tag. Ich würde gerne Ihnen meine Mittelfeldspieler Anbo anbieten. Dann tut's mir leider leid. Ah, Dreck. Okay, müssen wir das erstmal so lassen. Bisschen Geld haben wir ja jetzt noch. Das werde ich wahrscheinlich für die Scouts nutzen hier. Ihr seht, wir müssen die auch noch mal ein bisschen. Wir brauchen neue Scouts. Guck mal, hier haben wir perfekt gleich drei Stück auf der Platte. Wunderbar. Du scoutest gar nicht gerade. Okay, dann rufen wir dich mal zurück. Können wir ihn gleich ersetzen. So, das war's erstmal. Mit Anbo können wir ja nochmal versuchen, irgendwann mal den Vertrag zu verlängern. Das eben war einfach nur ein Witz gewesen. So, das war ein Verkauf, wie es so aussieht. So, Asimovic. Sie bezahlen 48 Millionen. Okay. Kann ja sein, dass wir vielleicht noch gleich doch noch nach einem Innenverteidiger gucken müssen. Auch Rot ist jetzt verkauft. Ne? Asimovic ist verkauft. Gut, wir brauchen einen neuen Innenverteidiger. Jeboa. Ja, Jeboa ist zwar ganz gut, so für den Anfang wäre er noch ganz gut. Aber ich brauche hier keine zwei. Hallo? Brown, so. Wir müssen jetzt sowieso erstmal gucken, wen wir wohin setzen. Du kommst dahin, du kommst dahin. Gut, Loom ist eigentlich ein guter Mann, ne? Mit 19. Sogar besser als Caddy, wenn man es mal ehrlich genau nimmt. So. Cordova würde ich gerne mit reinnehmen, wenn ich ganz ehrlich. Weil der kann R, M und L. Wir lassen ihn jetzt mal da. So. Gut, dann schauen wir uns jetzt nochmal nach einem Innenverteidiger. Geld haben wir. 59 Millionen. Das Problem ist, glaube ich, alle Innenverteidiger, die wir hier haben, können wir uns nicht leisten. Oder die sind gerade erst gewechselt. Gut, dann schauen wir noch mal auf Magna. So, Innenverteidiger. Genau, am besten auch welche, die wir schon kennen. Arias, sehr gut. Also wir haben 59.000. Wir packen die jetzt einfach mal in die Liste rein und gucken gleich.
Belik Shivisha mit 82. Ja, packen wir erstmal rein. Erstmal reinpacken und gleich zusammen gucken. Kannst knicken. Natürlich hofft man, aber das kannst knicken. Ja, kostet nur noch 20 Millionen. Hier Ruiz. Packen wir auch mal rein. Yes, der Rest ist nix. Dann gucken wir in England nochmal nach. 84 Agassi. Natürlich auch entsprechende Freigabesummen achten. Rufier, ja, den haben wir ja drin. Das ist ja ein Nachwuchsspieler, wo wir nächstes Jahr vielleicht zugreifen werden im Sommer. Dann Serie A Team. Nein. Nix dabei. Und dann jetzt noch in Spanien mal nachgucken. Spanien. España. Nein, 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 nein. Kouassi. Das war mal, genau, das war einmal mal Dings hier. Aber 72 ist ein bisschen viel. Jetzt kannst du knicken. 53, Herr Kasten. Ich glaube, den scouten wir mal. Aufregender Mann sogar für die Zukunft, alles klar. Hier haben wir einen 83er mit Sabatin. Hier haben wir. Ja, der ist ja bei uns auf der Liste schon. Den streiche ich jetzt auch von der Liste. So. Gut, Leute, wir haben jetzt einige gefunden. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Und gucken mal nach. Erstmal müssen wir natürlich schauen, sind sie noch zu haben. So. Arias ist gerade jetzt untergekommen. Heißt, fällt schon mal raus. Dann Arslan ist auch erst gerade untergekommen. Also auch weg. Belik Wischer. Auch erst weg. Ruiz. Auch erst. Oh Gott, das wird schon wieder so. Agassi auch. Oh, kommt schon, Alter. Das ist euer fucking Ernst. Da. Sabatar ist der einzige, den wir uns holen könnten. Außer wir bezahlen die Freigabesumme von 55 Millionen. In Anbetracht der Situation bin ich sogar so bereit, den Scheiß zu bezahlen. Das ist in Ordnung. Der wird ja gleich auch an die Boer Stelle spielen. 5 Jahre. 3 Millionen haben wir ja noch. Das ist ja ganz gut. Können wir uns zwar jetzt nicht wirklich den neuen Dings da leisten, den neuen Scout. Machen wir einen Bonus weg. Gut. Willkommen bei uns. So, damit haben wir dann auch unseren neuen. Ich glaube, Sabata stammt auch aus unserer Schule, also aus der Chemnitzer Fußballschule. So. Sabata, willkommen bei uns. So, 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 perfekt. So, Kapitän wird aber jetzt aber ein anderes. Bergmann ist jetzt nicht wirklich, würde Bruder machen, weil Bruder ist der Älteste hier, also Mannschaftsälteste, also der jetzt in der nächsten Mannschaft spielt. So, dann schmeißen wir nochmal voran. So, ja. Haben das Beste aus unserem Gelegenheiten gemacht. So, was haben wir denn? Jugendmannschaft, Transfer. Jetzt kommt das für Deitch. Okay, 67 Millionen. Er hat einen Wert von 44,5. Das sind 88, 89. Okay. Minimum, also 89. So. Wird nicht durchgehen, aber ja. So, Leute, ich würde sagen, ich beende jetzt einfach mal ganz dreist die. Ich bin zweimal gegen Mainz, alles klar. Die Folge für heute. Beim nächsten Mal spielen wir dann das Pokalspiel gegen Mainz. Ich werde jetzt die Trikotnummern ändern. Das wisst ihr ja, wie ich das meist mache. Und ja, wir werden dann die nächsten Folgen gucken, ob wir das Anbo nochmal ein bisschen. Ja, zu einer Vertragsverlängerung kriegen können, weil sonst ist es im Sommer leider weg. Wäre also super, wenn ihr ein paar bewerten könntet. Denkt auch an das Abonnieren, sehr wichtig. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bye, bye.